Andreas Grummes hat sich bereits durch zwei Weihnachtsmärkte durchschnabuliert. Last but not least, er testet auch noch den Weihnachtsmarkt auf dem Bellevue in Zürich. Das Weihnachtsdorf am Züricher Bellevue wartet vor allem mit Kulinarik auf. Über 50% der Stände bieten Essen, vieles davon äußerst exotisch. Hallo, da bin ich in Japan. Ja. Zu Hause. Aber ich würde gerne was Salziges nehmen. Was würdest du mir empfehlen? Mit Schweinefleisch? Ja, gern. Und die isst man mit einer Soße oder so natürlich? Einfach so. Einfach so? Okay. Wie kommt das an bei euch? Am Weihnachtsmarkt in der Schweiz? Seid ihr zufrieden? Ja, mega. Lecker. Es gibt keine Schweinerei beim Essen. Ja, no. Die Organisatorinnen des Marktes sind auch für die Streetfood-Festivals in Zürich verantwortlich. Das prägt auch das Weihnachtsdorf. Wir haben versucht, neben dem ganz klassisch-traditionellen Raclette, Rösti, Maroni-Angebot, Sachen aus aller Welt zu zeigen. Also wir haben selbstverständlich auch über unseren Streetfood-Kontakt Anbieter genommen, die wir ganz besonders haben, lernen schätzen im Verlauf des letzten Jahres. Also auch Dumplings, Kaiserschmarrn gibt es für uns. Es hat aus Japan Kulinarik, es hat aus Peru Kulinarik. Also Sachen, die eine recht große Bandbreite. Und gleichzeitig kann man aber auch zu uns kommen ins Fondue Chalet. Also dort gibt es dann also ganz klassisch für Weihnachtsessen zu machen. Traditionellere Sachen und da versucht einen Ort zu kreieren, der auch sehr heimelig ist für die Vorweihnachtszeit. Als Zwischengang gibt es ein Wagyu Beef, quasi ein Edelburger. Das Fleisch wird 24 Stunden in Saft und Bourbon aufgekocht. Wunderbar. Das Finish wird dann wieder klassisch. Ich suche noch was Leckeres, Süßes zum Abschluss. Ich hätte gern so einen feinen Schokoladenstrudel. Ein Birnenschokistrudel, ja. Mit Vanillesauce? Mit Vanillesauce. Also hier im Weihnachtsdorf im Bellevue hat es viele Highlights. Und wenn ich so ganz ehrlich bin, das kleine, feine, süße zum Schluss, der hausgemachte Apfelstrudel mit Schokolade und Rosinen, dazu warme Vanillesauce, das hat mein Herz schon höher schlagen lassen.